Hallo ihr Lieben, ich möchte euch jetzt die Engelbotschaft für Juni 2011 vorlesen. Dein göttlicher Plan. Geliebte Seele, wer nicht jetzt, wann dann? In den Zeiten des großen irdischen Wandels gibt es für dich einen einzigen wichtigen Schritt zu gehen. Hinein in dein Innerstes, um deinen Seelenplan zu entdecken, zu studieren und ihn dann endlich zu leben. Du bist schon eine Weile auf der Erde. Du kennst die Gegebenheiten, die Regeln, die Herausforderungen und auch die Wunder dieser Welt. Du weißt, was dir gefällt und was du lieber sein lässt. Aber spürst du auch den Grund, warum du auf die Erde gekommen bist? Kannst du fühlen, was deine Bestimmung und dein Lebensziel ist? Bei manchen Seelen ist der Plan ganz einfach. Sie wollen sich in der Dualität erfahren, möchten Licht und Schatten kennenlernen, die es nur auf der Erde in dieser Form gibt. Sie können sich entspannt dem Spiel des Lebens hingeben, ihre Berufung finden und ihr folgen. Ihr einziges Ziel ist es, möglichst viel Freude und Glück zu erleben, ganz wie es ihrer eigenen persönlichen Vorstellung entspricht. Und das ist ganz wunderbar. Bei anderen Seelen drängt die Zeit. Sie sind in diesem Leben gekommen, um Größeres zu erfahren. Sie haben tiefe, dunkle Schatten erlebt, die sie im Laufe der Jahre stark gemacht haben, statt sie zu zerbrechen. Diese Seelen haben sich geübt, geformt und trainiert an den großen Prüfungen des Lebens. Und sie quält eine einzige Frage: Was kann und bin ich wirklich? Das, was sich jetzt auf der Erde ereignet, braucht Mut und Kraft. Der Wandel wird vielen Seelen einen Grund geben, sich zu verabschieden aus ihrem Körper. Denn sie haben ihren Plan erfüllt und den Weg bereitet, der für die anderen nun zu gehen ist. Diese anderen Menschen finden ihre Bestimmung, wenn sie im Inneren erforschen, was ihrem wirklichen Wollen entspricht. Fühlst du dich bereit? Möchtest du deiner Bestimmung folgen und der Welt im Wandel helfen? Einzig das Bewusstsein, rein und klar, kann dir dabei helfen. Das Bewusstsein über dein Leben, dein Potenzial und die Verbundenheit mit der göttlichen Quelle. Wenn du dich anbindest an die Kraft deiner Seele, wirst du wieder eintauchen in den göttlichen Frieden und die unendliche Liebesenergie, aus der du kommst. Wenn du verbunden bist, kannst du dein Licht sehen. Kannst es fühlen und kannst die Antworten bekommen, nach denen du dürstest. Verbinde dich mit deiner Seelenquelle. Sie sprudelt in dir. Du kannst sie finden und erkennen, indem du dich selbst umfassend spürst. Lauf nicht länger vor dir selbst weg. Du bist ein göttliches Wunder. Erkenne es endlich und erkenne, dass du unendliche Kräfte hast, die nun gebraucht werden. Fasse Mut, zu dir und deinen Wünschen zu stehen. Lass dich von uns Engeln auf deinem Weg zu deinem echten, wahren Ziel begleiten. Wir helfen dir, deine innere Quelle zu finden. Wir zeigen dir den Weg dorthin und bringen Licht ins Dunkel. Unsere Liebe, Energie und unser Schutz werden für dich da sein, wenn du es möchtest. Ein einziger Gedanke genügt. Nimm den Weg nach innen, denn dieser ist der Weg in ein erfülltes und glückliches Leben. Trau dich, ganz und gar der inneren Stimme zu folgen, die du schon so lange hörst. Trau dich, dein Glück zu finden und zu leben. Wenn du deinem göttlichen Plan folgst, kann das Universum dir alles schenken, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Vertraue darauf. Nimm die Geschenke an, die an deinem Wegesrand liegen und nur darauf warten, ausgepackt zu werden. Jede Seele ist kostbar. Auch du. Jede Seele wird von allen Mächten darin unterstützt, ihren Plan zu leben. Auch du. Wir sind an deiner Seite, voller Liebe. Genieße dein Leben und deinen göttlichen Plan.
Ich kann euch nur tief ans Herz legen, eurem Plan zu folgen, ihn zu finden. Die Engel sind immer an eurer Seite, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten und glücklichen Juni. Eure Sonja Ariel von Staden.